Grüß Gott. Grüß Gott. Wir sind jetzt da, Lieselotte. Ja, ich bin die Lieselotte. Das ist die Lieselotte. Und das? Steffo. Grüß Sie. Ich bin die Monika Molodowski und als Clown bin ich die Lieselotte. Die Lieselotte ist verspielt, ja, ein bisschen chaotisch auch und manchmal auch ein bisschen überdreht. Aber ich glaube, sie ist eine ganz liebe. Mein Name ist Thomas Holzer und als Clown bin ich der Steffo. Ein bisschen frech, ein bisschen naiv, ein bisschen tollpatschig, aber gut gelaunt. Und dann kann man Strich, fertig ist das kleines Gesicht. Wenn wir schon mal da sind, ja, wird sich wunderbar gut treffen, ja, wenn wir den Frühling begrüßen. Ja, das tun wir. Hallo Frühling. Ich weiß sogar ein ganz Hallo, besonderes. Hallo. Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün. Und lass uns an dem Bache die kleinen Fächen blühen. Diese Stunde geht zu Ende. Man schlupft halt in eine spezielle Rolle rein und in dieser Rolle begegnet man mit Freude, Spaß in einem ganz sensiblen Arbeitsfeld den Menschen. Und das ist so reizvoll, das macht mir Spaß. Ja, also mir hat es gefallen. Ja, das ist immer recht lustig. Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Hast du deinen Trimmer dabei? Nein. Nicht? Du kannst ja jetzt nicht schon wieder mit deinem Nasentrimmer ankommen. Ja, das ist immer so peinlich, so von unten. Ja, dann tu doch mal den Kopf runter. Ja. Aber dann sieht man meine Glatze, das geht auch nicht. Ich dreh mal weiter, dann kommt das nächste. Sehr gut, jetzt kommt das nächste. Ich hätte ein ganz neues. Ich merke, dass es einen Bedarf trifft, weil viele Menschen in ihrem Leben gerade in schwierigen Situationen zu wenig Freude haben. Und wir kommen von außen, bringen Freude rein. Lieselotte, du darfst. Klick. Hey, Sarah, Sarah, whatever will be, the future's not ours to see. Hey, Sarah, Sarah, what will be. Ich glaube, es gibt in jedem Einsatz, den wir spielen oder den ich spiele, ein Highlight. Und manchmal sind sie größer, aber die schönsten sind eigentlich die ganz kleinen, die ganz feinen. Das ist manchmal nur ein ganz leises Lächeln oder ein Händedruck. Ich sage, jeder Mensch ist in seinem Bereich ein Held. Kann ich meine Finger wieder in die Nase stecken? Ja, ich wink vorher schon mal. Eine Hand, die sagt man ja förmlich. Auf Wiedersehen, alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, aber ich gebe Ihnen jetzt, glaube ich, eher lieber nicht die Hände. Auf Wiedersehen, tschüss. Auf Wiedersehen.